Willi Reimann brachte zu Beginn der zweiten Hälfte zwei neue Spieler mit, Lars Fuchs und Patrick Bick. 45 Minuten blieben den Gastgeber noch, um diesen 0:1 Rückstand doch noch zu drehen. Das ist Rechtsverteidiger Huber. Nochmal Huber, der Zweikampf gegen Kiskantsch. Gibt Freistoß, entschieden von Schiedsrichter Dingert. Diesen Freistoß hat der Huber rausgeholt. Naja, den kann man eigentlich auch mal laufen lassen in so einem Spiel. Selbe Position wie beim 0:1 für RWE zu Beginn der ersten Hälfte. Leozinho, der Brasilianer, und Bieler prüft da seinen eigenen Torwart. Aber das Spiel verflachte hier von Minute zu Minute. Die besten Szenen mussten wir mühsam zusammensuchen. Das ist Baruz. Nochmal raus auf Lorenz und dann Boskovic. Schauen Sie mal, was der Boskovic da mit der Braunschweiger Abwehr macht. Immer noch Boskovic, dann kommt der Öcbek. Nicht schlecht gemacht von Rot-Weiß Essen, vor allen Dingen von Boskovic, der hier klasse den Ball abschirmt gegen drei Braunschweiger. Aber Öcbek trifft den Ball nicht sauber. Eine Stunde gespielt, das Niveau der Partie mittlerweile in der Liga angekommen, die beide unbedingt vermeiden wollen. Freistoß von Leozinho, symptomatisch, aber für Patrick Bick war das hier schon mal ein klasse Ball. Willi Reimann hat bislang die Wende hier in Braunschweig nicht geschafft. Genau genommen ist es fußballerisch noch schlechter geworden als zu Saisonbeginn, als die Herren Loos und Krüger noch die Verantwortung hatten. Beide saßen heute übrigens hier oben auf der Tribüne. Braunschweig wurde immer unruhiger. Essen hatte die Partie in der zweiten Hälfte ganz gut im Griff. Ab und zu gab es auch Konterchancen über den schnellen Charlik, der alleine beschäftigte permanent zwei bis drei Abwehrspieler. Immer noch die Essener, aber diese Konter, sie wurden einfach nicht konsequent zu Ende gespielt. Sehr zum Ärger von Lorenz Günther Köstner. Nicht, dass sich das noch rächt. Wir springen in die letzte Spielminute. Thorsten Stuckmann, der lange Keeper von Eintracht Braunschweig, geht mit nach vorne. Es gibt noch mal eine Ecke. Lars Fuchs, die letzte Chance für Braunschweig. Aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. RWE gewinnt das Abstiegsduell, verdient mit 1:0 gegen ganz schwache Braunschweiger. Der erste Auswärtssieg der Saison, ach was, es war sogar der erste nach 40 Auswärtsspielen in Folge. Damit hat nun wirklich niemand mehr gerechnet in Essen, oder Felix Schwadorf? Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Ja, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl kannte ich noch gar nicht mit Essen. Ist natürlich ein super Gefühl, war ein hartes Spiel. 1:0 ist ein knappes Ergebnis, passt irgendwo zum Abstiegskampf, aber eigentlich ist es egal. Hinten haben wir die Null gehalten, vorne einen gemacht. Das hat heute gereicht. Jetzt haben Sie aber trotzdem innerhalb der Woche eine Menge Theater gehabt in Essen. Wie sehr ist Ihnen das an die Nieren gegangen? Ja, ich weiß nicht, wer immer sowas an die Öffentlichkeit trägt, aber in so einem Umfeld ist natürlich schwierig, was zu halten. Von meiner Seite aus geht es nur um die Sache, um die Mannschaften und den Verein. Intern, in der Truppe, die Truppe mit dem Trainer, mit allen, die drumherum arbeiten, war immer Ruhe. Wir haben alles immer offen und ehrlich angesprochen. Und das ist auch richtig so. Und es ist eine gute Zusammenarbeit. Und wenn es weiter jetzt so erfolgreich geht, dann wird es auch wieder ruhiger werden. In Braunschweig war nach diesem ärmlichen Auftritt allen Akteuren klar, der Abstieg ist wohl nicht mehr zu vermeiden. Ja, wenn wir keine Tore schießen, ist klar, also dann muss man sich damit abfinden. Ich denke, es ist ein bisschen realitätsfremd, wenn man jetzt sagt, ja, wir bleiben auf jeden Fall drin. Ja, trotz den tollen Fans, die wir haben, die immer Gas geben und immer tun, ich denke, da müssen wir alle mal auf dem Platz auch mal machen. Gibt es denn irgendwo Hoffnung? Momentan nach dem Spiel sehe ich jetzt keine Hoffnung, nein. Ja, ich denke, jeder hat Fernsehen geguckt und jeder sieht, was wir im Moment leisten. Und das ist einfach nur Gebolze. Das hat nichts mit Fußball zu tun, das ist meine persönliche Meinung. Und so sammeln dann nicht mehr viele Punkte. Also jetzt ist es fast nicht mehr möglich, denn die Heimspiele werden immer weniger. Und dass wir nun jedes Spiel noch gewinnen, ist sehr unwahrscheinlich. Also man muss schon heute erstmal die Niederlage verkraften. Rein rechnerisch ist noch alles möglich, aber ich denke, jetzt muss man sich auch mit dem Abstieg schon anfreunden. Übrigens, wie heute zu lesen war, Willi Reimann kann sich durchaus vorstellen, auch in der Regionalliga Trainer zu bleiben, wenn sie ihn denn haben wollen und wenn die Konzepte stimmen. Ja, Regionalliga ist das Stichwort. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist, Willi Reimann hat es ja angesprochen, das wird Eintracht Braunschweig nicht mehr schaffen, den Klassenerhalt. Sie haben 13 Punkte erst auf dem Konto nach 23 Spieltagen. Das ist entschieden zu wenig. Und wenn Sie jetzt nur ein bisschen aufgepasst haben,